Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich, dass ihr mein neuen Pokémon Unite Video gefunden habt. Auch wenn Ingame Schnee liegt, geht der erschwerliche Weg Richtung Master weiter. Hier das nächste Match auf der Road to Master mit Relaxo, welches ja ein paar nice Buffs bekommen hat. Los geht's! So, und jetzt geht's wieder rein ins Match. Ihr seht gerade Aktivitätspunkte 0. Ich habe gerade ein Kristall dazu bekommen, habe auch gerade ein Match verloren. Ich hätte jetzt auch schon Ultra 4 mit 2 Kristallen sein können. Aber wie das immer so ist, auf Ultra rennen nur Vollidioten rum. Naja, ich versuche jetzt mal mein Glück, ob ich jetzt hier mal wieder ein Match für euch aufnehmen kann, wo ich gewinne. Schauen wir mal rein. So, und auf geht's ins Match. So, wie ihr seht, ich spiele Relaxo. Ich spiele mein Relaxo echt gerne, vor allem seit dem großen Update, da hat er gute Buffs bekommen. Ich bin Toplane mit Gardevoir, wir haben Fruyal im Jungle und wir haben Urgel und Zeraora auf der Botlane. Ich habe keine Ahnung, warum man Zeraora auf der Lane spielt. Es scheint Leute zu geben, die meinen, dass das sinnvoll ist. Und die wunderschöne Weihnachtsstrecke. Die ist echt super gelungen. Ich mag das Botogel. Da Botogel echt cooles Pokémon. Wäre cool, wenn es Botogel ja auch als Champ zum Spielen gegeben hätte. Aber es kommt ja dann noch Dragoran. Gut, ja, wie gesagt, wir haben unser Zeraora, was Bot wollte und jetzt ganz weit wegrennt. Der will anscheinend Counter-Jungeln. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Trassler hat mir nicht einen Farm gegeben. Danke, Trassler, dafür. Und wir haben hier gerade niemanden auf der Top-Lane, das ist ganz... Doch, da sind die beiden auch. Und so wie es ausschaut, haben die auch die Krabbe bekommen oder auch nicht? Ich weiß es gerade nicht. Wäre natürlich nice, wenn wir die Krabbe bekommen hätten. 16, lass mich kurz durchrechnen. 8 plus... Ja doch, wir haben die Krabbe bekommen, nice. Dann haben wir hier auch jetzt noch einen mehr, weil ich einen geschafft habe zu klauen. Es ist ja gerade ganz gut. Toplane, aber Bot. Na, ich will jetzt einen Kill sehen. Los, zeigt mir, wie ihr ihn killt. Na, natürlich wird das nix. Naja, gut. Ich bin's ja mittlerweile gewohnt, dass das hier alles Katastrophe ist. Und ich muss hier raus. Ah, Hilfe! Zu Hilfe, zu Hilfe, zu Hilfe! Lauf, Trassler, lauf! Also nichts Gegnerisches, sondern unser. So, die Krabbe. Ist die Krabbe schon da? Nein, das ist die Krabbe. Kann er ruhig mal ein bisschen angreifen, ein bisschen helfen. Ich kann auch das Trassler hier ein bisschen verprügeln. So, den habe ich mir doch auch gesnackt. Wie sieht es da oben aus? Mit dem Trassler geht es einigermaßen in Ordnung. Dann holen wir uns hier mal den nächsten Kollegen. Der ist auch uns und einmal schnell auf den Point, einmal heilen. Das läuft gerade ganz okay, würde ich sagen. Zack. Ah. Ah, nein, ich hatte kein Flash. Ich dachte, ich hätte Flash. Das ist jetzt ärgerlich, wie die beide so super knapp entkommen sind. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen versemmelt und... Wenn ihr meinen Blick sehen würdet, würdet ihr wissen, dass ich sehr enttäuscht bin. Wieso stirbt Kilia gegen Trassler? Bist du dumm oder was? So, ich muss mal wieder punkten gehen. Genau, was ich auch noch sagen wollte über die Buffs. Wir sind ja Level 6, aber wir haben schon eine ganze Weile unseren Rambus. Weil wir haben... schön den Buff bekommen, dass wir deutlich früher unsere Attacken bekommen. Uiuiui, ich werde hier gerade böse verprügelt. Es tut mir leid, Kili, aber ich kann da eigentlich nicht reingehen und ich habe es gemacht und es war dumm. Das üble Los des Tanks, man will irgendwie helfen und dann klappt das nicht. Und unser Top-Punkt ist zerstört. Leute, macht Kamalm bitte. Bitte wenigstens Kamalm. Ja, keine Chance, das ist tot. Oh Mann, sowas ärgert mich. Sehr. Ich hoffe, dass das hier noch irgendwie gedreht wird. Leute, ihr wart gerade 4 gegen 2 unten und ihr habt Kamalm nicht gekriegt. Och man, so macht das doch gar keinen Spaß. Echt gar keinen. Nee, das ist echt uncool.
Oh Mann, ich würde jetzt gerne das Game schon wieder am liebsten abbrechen. Das ist. Ah, okay. Motiviert bleiben, positiv denken. Wir können das noch irgendwie drehen. Kamalm wurde tatsächlich immer noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da auf der Botlane abläuft. Ich bräuchte mal noch ein Level ab. Dann hätte ich nämlich schon meine Ult, weil die Ult gibt es jetzt auch deutlich früher, was sehr nice ist. Habt ihr Kamalm, Leute? Ja, sie haben Kamal. Und nein, ich war zu lang gestunt. Ärgerlich. Urgel, jawohl, Urgelboy. Ich liebe Urgel. Urgel ist eins der besten Pokémon. Und jetzt noch länger rennt Urgel. Ich glaube, wir liegen fett zurück, weil wir haben den immer noch nicht besiegt. Da haben wir zumindest noch 80, aber. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass wir killtechnisch vielleicht leicht vorne liegen, aber dafür punktetechnisch halt überhaupt nicht. Es ist anstrengend auf diesem Elo, aber ich weiß, dass ich es irgendwie schon Richtung Master schaffen werde. Also, das heißt, ich weiß, ich hoffe es. Na super, Quaijutsu 1 ging ganz mit Relaxo, das kann ja gut werden. Ich brauche Hilfe. Jetzt muss ich flashen, ganz ehrlich. Na, Zolos, hol ihn dir. Och, ganz ehrlich, was könnt ihr eigentlich? Das regt mich auf. Ich möchte so nicht spielen. Immer wenn ich ruhig werde, konzentriere ich mich oder wenn ziemlich schlecht drauf. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich bin so ein bisschen. Toplane ist kacke, Botlane ist okay. Aber sonst kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Hier sind schon wieder drei Gegner. Setz mal deine Ult ein. Wahrscheinlich hat er keine Ult. Sehr gut, du bist schon wieder tot. Das freut mich. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwie ansatzweise überleben kann. Das war mal ein nices Play, würde ich sagen. Ja, kleiner Schild, sehr gut. Und hier lang. Und da, und das hat geklappt. Das hat doch tatsächlich geklappt. Okay, leveltechnisch müsste es bei uns eigentlich jetzt ganz gut aussehen. Wir haben 2 Kamalm bekommen. Was echt in Ordnung ist. Wir liegen aber trotzdem punktetechnisch dezent zurück, denke ich. Dann freue ich erstmal hier ein bisschen sammeln. Wenn wir den kriegen, wäre das gut für einen Push während Arktos. Hier ist immer noch kein Gegner, so wie es ausschaut. Gucken wir, was wir jetzt schnell holen. Da habe ich auch gleich schon für Arktos Fight. Oh nein! Okay, ich habe für Arktos Fight doch keine Ult. Du bist raus. Und wir werden gerade übel abgezogen. Und er hat seine Ult eingesetzt, um mich zu töten. Auch nicht schlecht. Das sieht gerade nicht so gut aus. Gar nicht gut. Wenn die jetzt Arktos kriegen, ist das Match verloren. Und Urgel! Bester Mann! Und jetzt, Leute, funkten, nicht sterben. Nein, Seraora ist tot. Gardevoir, renn, Urgel, renn. Wenn wir die 1, 2, 3 Punkte kriegen, das wäre Träumchen. Aber wir müssen die kriegen. Gardevoir wird top kommen. Ich verstecke mich jetzt mal hier. Urgel, Punkte, bitte. Sehr gut.
Jetzt darf das Gardevoir hier nicht punkten. Überraschung! Weiter so! So, jetzt verteidigen. Wir liegen vorne. Eine Minute noch. Wenn wir das schaffen, eine Minute lang zu halten, dann hätten wir es. Wenn wir es allerdings nicht schaffen, haben wir verloren. Macht Sinn, ja. Man gewinnt oder man verliert. So, ich muss jetzt hier bleiben. Gardevoir hat noch Vulnona getötet, das ist gut. Vor dem habe ich echt Angst. Das Fruyal, den hier Fruyal hat ein bisschen rasiert. Ah, das war nicht gut, Gardevoir. Du hast ganz gute Moves gemacht, aber jetzt nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Das ist gut, es läuft gerade gar nicht so schlecht. Ah, hat geflasht, aber das ist okay. Und holt wieder gegen den Tank. Okay, kann man machen. So, nochmal unterbrochen. Und nochmal unterbrochen. Und haben wir das gewonnen? Dieses Match, ey, das war ein Auf und Ab. Das hat mich echt gestresst und ein bisschen aggressiv gemacht. Aber hat das jetzt gelangt? Bitte, bitte, bitte. Hier leckt das irgendwie. Ja, das sieht sehr gut aus. Jawollo, und hätten die einen 100er reingekriegt, hätten wir so 2 Punkte verloren. Aber wir haben es gewonnen. Sehr, sehr nice. Urgel hat es echt nice gemacht, dass Urgel da am Ende das Arktos bekommen hat, das war echt der ausschlaggebende Punkt für den Sieg. Und jetzt sind wir dann mal Ultra 4 und ich hoffe jetzt, dass es nicht wieder nach unten geht. Was ein Match, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Road to Master endlich wieder auf Ultra 4. Jetzt wird's aber auch gefährlich, weil ich keine Aktivitätspunkte mehr habe. Ich hoffe, ich falle nicht wieder runter auf Ultra 3. Auf welchem Rang seid ihr gerade? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne, mit welchem Buff oder Debuff das große Weihnachtsupdate ihr zufrieden seid. Lasst gerne auch ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Es kommen noch viele, viele Videos. Und die Road to Master ist leider noch nicht am Ende. Bis zum nächsten Mal.